Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Hilger, Trader und Serial-Trader-Entwickler. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr die Webinarreihe zusammen veranstalten dürfen und können. Ich sage deswegen deswegen mein Intro, weil im Januar leider ausfallen musste. So muss man das da sagen. Und nichtsdestotrotz freue ich mich umso mehr, dass wir endlich auch hier starten können. Ich freue mich sehr, dass wieder so viele hier teilnehmen und live dabei sind. Und der Raum wird auch immer voller. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Und bevor wir tatsächlich starten, sollte ich vielleicht auch mal kurz verraten, wie mein Name ist. Nelson Cardoso Neto, mein Name. Ich begrüße den Namen von FX Flat. Wir schauen uns mal den Risikohinweis an, denn es kann durchaus passieren, dass der Dirk heute den einen oder anderen Trade hier live zeigt. Deswegen bitte dieses Event so verstehen, dass das nur zu Schulungs- und Informationszwecken gilt. Egal, was Dirk heute macht, das nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Am Ende müssen Sie dann tatsächlich Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja? Tatsächlich. Ja. Das klang sehr überzeugend. Tatsächlich dann doch. Ja, so, ja, man kann ja auch die gleiche Idee haben, nicht wahr? Ja, das stimmt natürlich, ja. Das so, ist ja schon mal vorgekommen in diesem Webinar. Das soll schon mal vorkommen, genau. Ja, gab es schon mal. So. Dann möchten Sie Dirk Hilger, ja, möchte ich, Bildschirm übertragen. Das weiß ich nur nicht. Ich bin hier dauernd irgendwie Monitor am Umklemmen. Gucken mal, was passiert. Ja, sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. Ja, dann viel aus. Erfolg und viel Spaß. So, ich hoffe nur, ich habe irgendwie alles am Start und nicht irgendwas wieder vergessen. Ich habe hier nur leider kein Streamdeck mehr, irgendwie, wo ich schnell Knöpfe drücken kann. Das muss ich mit der Maus machen. Das ist ein bisschen anstrengend, aber das kriege ich schon irgendwie hin. So, dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen heute hier zum ersten NFP Live Trading. Ne? Ist so, weil letztes Mal ist ja irgendwie ausgefallen und da habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt, das war im Januar und deswegen heute halt das erste Mal. So, deswegen freue ich mich natürlich, sag Hallo in die Runde, alle herzlich willkommen. Sehe auch, ist wieder richtig viel los und das freut mich natürlich auch. Noch mehr freut mich natürlich, wenn der Markt jetzt auch noch das macht, was ich mir so ausgedacht habe, beziehungsweise ich habe mir tatsächlich nicht so wahnsinnig viel ausgedacht, das muss ich auch dazu sagen. Das war ja eher so die letzten zwei, drei Tage so ein bisschen. Ich habe es ja gerade auch schon erwähnt, bevor wir hier am Start waren, dass ich ja die ganze Zeit auf Long gebürstet bin und das jetzt irgendwie auch zwei Tage am Stück schon aufgegangen ist. Und ob dann heute der dritte ist, das werden wir halt sehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie immer gilt, was der Nelson gerade auch schon gesagt hat, super wichtig, ja, bitte unbedingt eigene Entscheidungen treffen. Ich freue mich natürlich immer trotzdem, wenn irgendwie im gleichen Trade dann jemand dabei ist und wenn der Trade aufgeht und dass ich nicht alleine derjenige bin, der den Trade hat. Und aber trotzdem, man sollte es wirklich unbedingt ja wissen. Ne? Ich meine, das Ding ist halt das, es geht zwar echt viel auf in den Webinaren, aber natürlich trotzdem nicht alles. Und deswegen kann es halt immer auch mal passieren, dass halt dann eben mal so ein Tag ist, wo es dann halt eben nicht aufgeht. So, ich hoffe, das ist heute nicht, keine Ahnung. Wir werden es zwangsläufig gleich herausfinden. Um 14.30 Uhr kommen News raus. Wer hier zum ersten Mal dabei ist, kann ja vielleicht auch mal irgendwie kurz ein X in den Chat machen, damit ich so ein bisschen weiß, ob das jetzt hier nur alte Bekannte sind, alte Gesichter, nicht alte Gesichter. Der Norbert ist klar, ja. Norbert macht ein X. Weil das ist immer so... NFP News, das klingt ja immer so, da kommen Zahlen und dann handelt man nach den Zahlen. Und das ist bei mir nie der Ansatz, noch nie gewesen. Ich vergesse auch ganz oft im Webinar selber irgendwie zu fragen, was kam denn eigentlich bei den News dabei raus, was für Zahlen, weil die für mich nie relevant sind. Und ich handle nur nach Price Action. Das ist natürlich immer genau das, wo dann halt so der eine oder andere sagt, was ich halt immer ziemlich lustig finde. Ja, wenn News kommen und dann interessiert der Markt sich nicht für irgendwelche Linien, die man da einzeichnet, genau das stimmt halt nicht. Und ich mache das jetzt heute hier zum, ich weiß es nicht, 50. Mal oder so, müsste ungefähr hinkommen, also auf jeden Fall schon ein paar Jahre und auch nicht nur die NFPs. Und stelle immer wieder fest, dass News eigentlich das Beste sind, um zu handeln. Ne? Also auch die Devise, bei News hält man sich raus, vertrete ich halt überhaupt nicht. Trotzdem, ne? Wer halt irgendwie da jetzt nicht
das nicht schon irgendwie 100 Mal gemacht hat und sich da unsicher ist, der sollte es auch nicht machen. Ne? Das ist ganz klar. Und es heißt eben auch nicht, dass es immer funktioniert. Es gibt nichts, was immer funktioniert. Es gibt nur immer was, was wahrscheinlich funktioniert. Und das ist halt immer ganz, ganz wichtig. Heute ist es halt auch leider so, dass wir so eine Situation haben. Ich habe es ja auch im Blog schon geschrieben. Es sind doch einige zum ersten Mal hier dabei. Das ist echt gut. Von daher war es ja gar nicht schlecht, dass ich das auch mal kurz erwähnt habe. Ich habe es im Blog auch schon geschrieben. Wenn wir irgendwie im DAO, ja, also ich handle ja halt den DAO hauptsächlich zu den NFPs, weil es ja eben auch US-Marktdaten sind und nicht deutsche. Und wenn der halt irgendwo so um die 34.000 immer noch rumhängt, und dann gehe ich davon aus, dass wir eigentlich einen Fehlausbruch kriegen. Welche Richtung, weiß ich natürlich auch noch nicht. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen das nächste Problem. Aber das heißt, das wird wahrscheinlich kein Trade, der dann halt irgendwie weit läuft. Ja, ich habe vorhin, jetzt Genau, bevor ich jetzt erstmal ein gleich noch das große Äffchen. Bit, ja, ich habe vorhin, bevor ich, ich habe heute Morgen in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe ja schon ein paar Trades gepostet. Einer war der DAX Long, der erste ging daneben mit 25, der zweite liegt jetzt im Plus mit irgendwie 80, 90 Punkten oder so. Beziehungsweise der ist eigentlich genau gerade rausgegangen, wo er rausgehen sollte. Zeige ich aber auch gleich noch, weil wir haben ja hier so ein bisschen auch die Uhr jetzt am Laufen. Es sind noch irgendwie 8 Minuten, bis es losgeht. Und deswegen muss ich mich jetzt erstmal aufs Wesentliche konzentrieren. Der DAX, also wie gesagt, ist raus an der Kassaeröffnung. Das müssten ungefähr, ich kann ja mal irgendwie kurz hier rüberschalten, dann sehe ich es ja. Ich muss hier, wie gesagt, mit der Maus hantieren. Das ist der DAX Trade, beziehungsweise noch ein Teil davon. Also hier unten war der Entry, da wo grün ist, ne? Hier bei 500 und bei 360, ja, da habe ich mir auch 20 Mal im Chat auch vertippt eben, bei 360 und der sollte raus an der Kassaeröffnung. Ne? Also das ist genau hier. Die 442, das heißt, das waren jetzt 112 Punkte. So, das Ding ist eigentlich zu. Ich habe jetzt hier zwar noch einen kleinen drin, weil ich habe ein bisschen zu früh heute Morgen angefangen zu skalieren mit insgesamt 4 Positionen von da oben runter. 3 sind jetzt raus, die vierte ist noch drin. Wenn die jetzt auch nicht aufgeht, ist nicht schlimm. Also grün zeigt jetzt einfach nur da, wo halt der Entry war. Hier wäre jetzt normalerweise dann auch der Stop. Also einfach halt, ne, nach Highs und Lows hier hinterhergeführt. Und wer den gemacht hat, wie gesagt, ich bin eigentlich mit dem Hauptding raus. Also ich hatte hier unten, wie gesagt, ein paar mehr. Der ganze Trade läuft auch schon seit Mittwoch, weil da für mich halt eben im DAX auch ein Trigger war, wo ich gesagt habe, ey, so das Ding geht long, ohne Zweifel. Gestern dann halt eben auch nochmal, wie gesagt, long. Und ist ja dann auch gestern 300 Punkte durch die Decke geknallt. Und deswegen habe ich da jetzt auch nochmal ein Stück weit, nur ein bisschen nachgelegt. Aber das ist eigentlich so ein Ding, den will ich laufen lassen. Ne? Das war halt hier irgendwie gestartet mit 10 Kontrakten und jetzt sind aktuell sind gerade 7 noch drin und der Break-Even liegt irgendwo mittlerweile ziemlich weit unten, ne? Weil das natürlich immer wieder rein und raus skaliert ist. Da so, ne? Also hier liegt der Break-Even, also unter 15.000, da werden wir jetzt wohl nicht hinfallen zu den NFPs, zumindest nicht direkt. Man weiß aber trotzdem nicht, was kommt. Ne? Und ich ziehe halt hier einfach den Stop nur so unter so Lows hinterher, die halt dann eben auch im Chart deutlich sichtbar sind. Aber wie gesagt, so weit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Also wie gesagt, der DAX Long ist erstmal raus. Wer mitgemacht hat, freue ich mich natürlich. Es waren immerhin 112 Punkte, minus die 25 am Anfang sind es dann halt aber eben immer noch 87 Punkte. So, ich versuche jetzt hier nur auch, falls er jetzt nochmal irgendwie einen Schuss nach oben macht, weil er ist ja gerade irgendwie im Aufwärtswind, würde ich hier oben die letzte auch noch rausnehmen und dann ist für mich das Ding dann halt auch erstmal für heute auch wieder erledigt. So, dann habe ich aber auch noch den DAO. Da habe ich vorhin einen Trade eröffnet. Habe gesagt, mal gucken, ob wir den durch die NFPs durchkriegen. Den habe ich auch ein bisschen blöd skaliert, aber trotzdem, mein Break-Even ist in etwa da, wo vorhin auch der Entry gewesen ist. Nämlich hier bei der 930. Und der liegt halt auch immer noch vorne, aber ich fürchte, der wird die NFPs nicht unbedingt überleben. So, weil wie gesagt, ne, es ist halt einfach so für meine Begriffe, weil der Markt halt irgendwie, also gerade der DAO, der läuft völlig beknackt einfach die letzten Tage. Und gut waren eigentlich die FOMC-News, also der Zinssatzentscheid.
Und den sieht man auch hier noch im Daily noch ziemlich gut. Das heißt, da habe ich damit gerechnet, dass das Ding auf der Unterseite pokert und dann halt durch die Decke zieht. Und er ist dann noch ein bisschen tiefer, also 100 Punkte tiefer, als ich eigentlich dachte. Bin dann auch hier long. Und aber dann ist er da oben gescheitert, kurz vor den Highs. So, und ich hätte halt eigentlich nur mir gewünscht, dass diese Tageskerze, dass die halt eben auch bullisch schließt. Und dann habe ich auch gestern geschrieben, bei der Kerze, das sieht immer so aus, nach dem Motto, ja, wir haben da unten irgendwas vergessen. Und das hat sich dann auch gestern leider bewahrheitet. Das heißt, der ist auch nicht weitergekommen, im Gegensatz zum DAX, der nur hoch ist, ist der Dow einfach nur hier auf der Stelle gedümpelt und wir hängen schon wieder da halt drin. So, hier ist halt wirklich die Frage. Ich meine, generell ist der für mich im Aufwärtswind, ja, also unverändert, weil wir haben hier im Daily steigende Lows und hier oben stößt er sich halt einfach den Kopf. So, das heißt eigentlich, der sollte schon, ja, also wenn das jetzt nicht hier irgendwie jetzt gleich rapide runterkippt und wir nicht unter diese Lows von den letzten 3 Tagen kommen, dann sollte der eigentlich auch irgendwann den Weg nach oben finden. Die Frage ist halt hier nur leider, ab wo. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir heute irgendwie einen Fehlausbruch kriegen und der dann halt erstmal in die falsche Richtung geht. Und es gibt ja auch so eine Weisheit bei News, die erste Richtung ist immer die falsche. Also die unterstreiche ich überhaupt nicht. Also das kann heute zutreffen. Ist aber nicht die Regel, also auf keinen Fall. Wir haben auch schon irgendwie oft genug NFPs gesehen, die dann in eine Richtung losgeschossen sind und nicht mehr zurückgekommen sind. Also das gab es einfach auch schon wirklich oft genug und von daher sollte man auf sowas auch nicht unbedingt so ganz pauschal immer gehen. Ne? Und so generell jetzt heute Morgen das Verhalten, ich habe halt nur gesehen und das war auch der Grund dann halt eben für den Long, ich habe halt gesehen, der drückt so mit ganz schwachem Volumen da halt irgendwo runter. Und wie gesagt, ich habe zwar viel zu früh angefangen, den hier oben habe ich allerdings mir versehentlich eingefangen. Da habe ich eigentlich nicht gestartet, sondern hier irgendwo in dem Bereich knapp über der 34.000 und habe aber dann bis unten runter skalieren müssen. Und wie gesagt, ich habe halt nur gesehen, schlappes Volumen, das kommt meistens nicht weit und da kommt irgendwann die Gegenreaktion und die kam dann eben hier auch. So, das heißt jetzt aber, wie gesagt, dann leider trotzdem nicht, dass es das gewesen ist. Und sondern der kann halt auch noch irgendwie eine Etage tiefer. Ich weiß halt einfach nur nicht wo. Ja, es gibt natürlich so ein paar Anhaltspunkte. Ich habe auch gestern im Blog geschrieben. So, vielleicht müssen wir wirklich noch mal auf die 33.768. Das wären von hier jetzt 200 Punkte runter. Das kann sein. Ja, aber deswegen würde ich jetzt hier auch nicht unbedingt short gehen, weil dafür ist der Markt, dafür hat er von unten zu viel Unterstützung auch die ganze Zeit, sodass ich Short eigentlich für schwierig halte, sondern eher dann versuchen würde, falls er das macht, dann halt eben versuchen würde, in die Gegenrichtung dann halt irgendwo reinzukommen. Ne? Weil man sieht ja, er druckst immer noch hier irgendwo rum. Ja? Und wir haben jetzt irgendwie noch 2 Minuten. Also wie gesagt, ich gehe fast davon aus, dass der Stop gleich fliegt und dass der Trade das nicht überlebt, aber ich wollte ihn jetzt auch nicht unbedingt einfach rausnehmen. Es kann auch sein, dass wir genau abgeholt werden und der Markt dann eben raufzieht, kann auch sein. Es kann auch sein, dass wir hier Slippage kriegen, das macht nichts. Ja? Also ich habe den auch gestern hier mit einem guten Plus geschlossen, den Long, und aber ich würde jetzt hier auf keinen Fall irgendwie Long reingehen und nach dem Motto, das wird schon irgendwie werden. Ja? Das würde ich wirklich lassen. Also es kann aufgehen, aber es kann genauso gut mir komplett um die Ohren fliegen. Ne? So, von daher, jetzt warten wir mal. 40 Sekunden ist es noch, ist nicht mehr viel. Ne, weil das ist halt, also für News ist das zu knapp. Ich bin eigentlich immer ganz gerne dann doch irgendwie ein paar hundert Punkte vorne und nicht irgendwie wie hier 20. Das ist halt irgendwie nichts. Das ist im Zweifelsfall der Spread und dann ist das Ding weg. Ist auch jetzt hier auch bei mir nur noch irgendwie, keine Ahnung, von der ursprünglichen Size noch ein Viertel ist da drin. Verschmerze ich, ja. So, wie gesagt, dann lieber irgendwie versuche ich in die andere Richtung dann dagegen zu halten, falls er jetzt irgendwie irgendwohin Impuls halt macht. So, noch ein paar Sekunden. So, Stop direkt hier nah. Keine Ahnung, was das wird. Okay, ne? Gut. 793, das heißt, also 768 habe ich vorhin gesagt. Das wäre der nächste, das wäre ein mögliches Level, was er machen könnte. Dass das vielleicht halt noch gefehlt hat. Und wie gesagt, ich rechne mit einem Fehlausbruch. So, ich gehe jetzt mal runter. Gehe der ganzen Geschichte da mal nach.
So, Vortagestief könnte man natürlich auch schon dagegen halten, ist der SMA 20 im Daily. Ich mache das mal mit kleiner Position, fange ich mal hier an. Wie gesagt, es kann aber sein, dass es trotzdem nicht aufgeht, ja. So, das heißt, ich muss hier irgendwo unter die 768 kommen. Muss mir hier ein bisschen Luft schaffen. 768 auch deswegen, weil das war hier unten, das zeige ich gleich. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich den Trade hier irgendwie auf die Reihe kriege. Wird auch hier oben, falls er nach oben wegläuft, auch skalieren. Kann ich mal gucken, was der DAX parallel macht. Ja, der klemmt auch ein bisschen auf der Unterseite, das ist auch okay. So, aber es darf halt nur nicht unbedingt arg weit runterdrücken. Auch der DAX darf hier natürlich kurz unter diese Lows drunter. Es tut erstmal gar nicht weh. Dem gebe ich mal ein bisschen Luft, weil wie gesagt, ich habe da eh nur noch einen Teil drin. Das sieht ja auch hier an der PL, das Ding liegt ja gut vorne. Das ist jetzt nicht unbedingt was mir arg viel Schmerzen macht, ne? Sondern die wollte ich ja eher auch ein paar Tage laufen lassen. So, 768. Ich setze da mal noch eine ganz genau hin. Eine Limit Pullback Order. Und bete da mal so ein bisschen, dass das Ding gleich noch raufläuft. Man sieht ja auch hier, ne, ist jetzt hier keine Riesenposition. Ich gebe dem so ein bisschen Luft natürlich. Und versucht das dann rauf zu skalieren. Keine Ahnung, ob es gelingt. So, also, das war meine einzige Vermutung, die ich hatte, ja, dass er hier auf die 768, weil die war halt viele Male relevant, sieht man ja auch hier im H1. Da oben aufgesetzt, von unten, hier irgendwie x-mal drunter drüber. Das ist halt einfach ein Punkt, der wurde massiv oft gehandelt, ja. Wäre halt auch so ein nettes Phishing hier unter den Lows von gestern drunter, damit die eben auch nochmal raus sind. Und hier ist auf jeden Fall Volumen zu erwarten. Deswegen halte ich das auch für unkritisch, da in dem Bereich halt hier long zu gehen, ne? Weil ich glaube nicht, so wie der von hier unten gestützt wurde, dass der da einfach durchfällt. Das kann ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen. Und deswegen, auch wenn der Daily irgendwie immer noch mega unentschlossen halt aussieht, aber auf der Unterseite zu viel gestützt. Deswegen ist das für meine Begriffe relativ risikoarm, ne? So, wer es gemacht hat, hat auch hier 20 Punkte. Kann auch rausgehen, wenn ihm das irgendwie zu zu anstrengend ist, ne? Bei News muss man halt einfach locker bleiben. Im Zweifelsfall schraubt man halt die Size runter und alles ist fein, ne? Aber bloß nicht irgendwie verrückt machen und keine Positionsgröße wählen, mit der man dann halt irgendwie nervös wird. Ne? DAX hat hier auch irgendwie jetzt erstmal nur kurz reingestochen, auch alles fein. So, aber wichtig wäre jetzt natürlich schon, dass wir hier ein sauberes Bild kriegen und dass der Markt dann auch wirklich dann gleich nach oben durchläuft. Ja. Ist auch nicht ganz einfach, jetzt hier direkt oben noch eine Long dazu zu packen, ne, weil ja immer noch nicht klar ist, ob er das macht. Und oft ist es eben auch so, dass halt ein typisches Verhalten einfach von Price Action, was man auch immer wieder gut sieht, ist das halt an der Eröffnung, ja, dass dort halt eine Reaktion ist. Genau wie beim 9 Uhr Kassa Open gibt ja eine Marke, ja. Warum? Weil dort Volumen ja plötzlich in den Markt kommt. Oder 15:30 Uhr Dow Jones, das gleiche in Grün, weil dort halt einfach Volumen kommt. Und deswegen ist das natürlich ein markanter Punkt. Und das ist jetzt hier nicht anders. Hier war jetzt einfach die Stelle, wo Volumen reingekommen ist im Zusammenhang mit den News. Und von daher wird er höchstwahrscheinlich auch nicht einfach so da oben nach grün drehen, sondern wird wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen drüber und dann wieder zurücklaufen. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Ne? Wie gesagt, wenn er es überhaupt macht. Ne? Am Moment sieht es ja erstmal okay aus. Wir haben eine Reaktion. Bin halt hier jetzt einfach so mehr oder weniger im Nirvana reingesprungen. Aber ich finde es halt aber auch immer gut, wenn man Positionen skaliert. Also vorausgesetzt, ne, man macht es halt irgendwie nicht blind nach dem Motto, ja, fällt, kaufe ich nochmal. Man sollte schon wissen, wo man es macht, ja. Und natürlich dann auch, wie lange. Und zum Skalieren gehört genauso eben nicht nur im Verlust nachkaufen oder im Gewinn nachkaufen, sondern eben auch sowohl im Gewinn als auch im Verlust die Position aufzulösen. Ja. Und das ist halt klar. Weil ansonsten wird es irgendwann Martingale und das ist natürlich absolut nicht das, was ich auch nur irgendeinem empfehlen würde, außer vielleicht meinem größten Feind. So, da müsst ihr aber lange überlegen, wer das überhaupt ist. Und ne, weil das ist auf jeden Fall nicht, man sollte das nicht verwechseln. Ja, Skalierung ist Skalierung und hat mit Martingale überhaupt nichts zu tun.
So, und ich hoffe, ich kann das hier auch demonstrieren, wie ich das meine. Wobei ich jetzt auch nicht so wahnsinnig erpicht darauf bin, jetzt hier unten im Verlust nachkaufen zu müssen, sollte er das machen. Sondern ich fände es natürlich schon besser, ich könnte es hier oben machen und dann halt eben im Gewinn die Nummer dann halt skalieren. Aber es kann schon sein, dass hier nochmal einer nachkommt, dass nochmal einer nach unten drückt. So, also wird man einfach daran sehen, wenn es hier jetzt nicht weitergeht, ja, und dann wird der Käufer oder wer auch immer hier am Werk ist, der wird es dann mal kurz lassen. Da gibt es nochmal einen Ruck nach unten und da wird auf tieferer Stelle nochmal angesetzt. Und damit sollte man dann rechnen. Und deswegen halt auch ein Grund für die Skalierung, weil ich das ja nicht weiß. Ja. Drücken die jetzt hier durch nach oben oder drücken sie nicht oder fällt das Ding vielleicht nicht doch komplett in den Keller? Keine Ahnung. Aber zugegeben, ne, wäre man jetzt hier short gewesen, wäre natürlich dann halt auch 200 Punkte schnell im Kasten. Wobei dann die Frage ist, hätte man den wirklich hier unten aufgelöst bekommen? Weiß ich nicht, ne? Dann wahrscheinlich ja auch eher da, wo ich bin, also dann halt rund 100 Punkte. Und aber klar, hätte man machen können. Ich habe es ja auch nochmal, ich habe es ja im Blog ja auch geschrieben. Ich gehe davon, ich weiß nicht so wirklich, was der Markt jetzt hier vorhat. Ich gehe auch von einem Fehlausbruch aus und ich mache jetzt hier auch erstmal nichts anderes als dieser Vermutung folgen, indem ich halt jetzt hier wirklich auf den Fehlausbruch auch setze. Und was für die Bullen gilt, gilt für die Bären genauso. Das heißt, wenn die hier unten nicht weiterkommen, ja, dann werden die gleich anfangen, die Positionen aufzulösen und dann knallt das Ding auch nach oben. Also wir haben irgendeinen Effekt gleich in irgendeine Richtung, werden wir gleich sehen. Und der wird wahrscheinlich dann auch relativ deutlich sein. Ne? So, und deswegen, wenn wir dann hier drüber laufen, kann es natürlich dann auch sein, dass wir relativ schnell oben durchkommen und umgekehrt unten natürlich auch. Das Low wird nicht halten, behaupte ich mal. Ne? Weil dafür ist es halt an einer Stelle, die einfach nicht relevant genug ist. Also gestriges Tagestief ist alles gut und schön. Aber das gestrige Tagestief war halt auch so ein bisschen im Nirvana. Ne? Wir haben halt hier noch den SMA 20 im Daily, sieht man ja auch. Daran orientiere ich mich dann schon gerne auch mal, wenn ich halt sehe, dass der halt wie hier aufsteigend ist. Und dann funktioniert der dann auch in der Regel als Stütze, solange bis er halt eben nicht mehr funktioniert. Also klingt natürlich ein bisschen merkwürdig, aber im Endeffekt ist es ja halt so, ja. Ob es funktioniert oder nicht, sieht man ja dann. Guckt man sich so eine Kerze wie hier an, dann denkt man ja auch, ja, da hätte ich ja auch mal long gehen können, ne? So, aber dann ist es ja zu spät. Funktioniert nur dann, wenn man long geht, wenn der Markt da ist, ja. Und den Rest muss man dann halt einfach abwarten. Und das war ja auch zum Beispiel hier bei dieser Kerze zum Zinssatzentscheid ja nicht anders, ne? Auch in den steigenden SMA 20 geschossen von oben hier in das alte Gap. Das müsste ich mal verlängern an der Stelle. Da einfach rein und mehr war es nicht, ja. Und dann noch nicht mal unter den Vortag. Das hat schon alles recht gut gepasst. So, und von daher, warum soll es jetzt irgendwie plötzlich alles ganz anders sein? Ne? Ich finde halt noch keinen Grund. Wie gesagt, die News vielleicht von dem fundamentalen Gesichtspunkt her, vielleicht gibt es da einen Grund, das kann sein. Aber weiß ich nicht. Also, Nelson, wenn du Lust hast, kannst du ja gerne was zu den News sagen. Ja, klar. Also die kamen wirklich extrem gut rein. Es wurden 185.000 neue Stellen erwartet und es kamen 517.000. Die letzten Zahlen vom Vormonat wurden auch nach oben revidiert. Inflation ist leicht gestiegen anhand der Stundenlöhne und die Arbeitslosenquote ist auch unerwartet runter wieder auf 3,4. Also all das, was die Zentralbank am Mittwoch eigentlich nicht mehr sehen wollte. Ja, das ist ja dann auch wieder schön. Ne? Wir haben super positive News und der Markt knallt 200 Punkte runter. Das ist halt eh immer wieder lustig. Ne? Und daran sieht man es ja halt auch wieder. Es kann natürlich jetzt sein, ne, dass jetzt am Ende des Tages, dass der Markt dann halt 1000 Punkte höher steht. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Wenn der auf 35.000 läuft, ja gut, das werden wir jetzt heute nicht schaffen. Aber man sieht halt trotzdem so, was jetzt das Daytrading angeht, ne, sollte man einfach irgendwie von Logik die Finger lassen. Ja? Also nach dem Motto, News waren gut, weniger Arbeitslose, Markt steigt. Ja, bis jetzt ja halt nicht. Ne? Also von daher
Deswegen habe ich ja vorhin nochmal explizit gesagt, so wie ich das halt handle. Und das muss man dann halt auch verstehen und verstehen wollen und dafür offen sein, ja, um damit dann halt was anfangen zu können. Und weil das ist halt einfach so, wie ich es halt immer mache und weil ich es auch noch nie anders gesehen habe. Auch mit am Mittwoch ja das Gleiche, ne, mit den Zinsen. Was weiß ich denn, was es für Zinsen gibt, ja? Und wie die Händler das sehen. Das Einzige, was ich aber sehe, das ist, dass wir einen Markt haben mit aufsteigenden Tiefs, der halt irgendwie eine relativ klare Richtung irgendwie gerade anstrebt und da hänge ich mich dann halt dran. So, und die News werden dann halt schon dazu passen, ja. Und das war vorgestern so, es war gestern so und es war halt noch jedes Mal so. Und damit finde ich, fährt man dann halt eben auch am besten, ne? Weil der Markt, also andersrum, News beschleunigen den Markt. So, that's it, ja. Und wobei viel Beschleunigung ist jetzt hier gerade nicht am Start. Das liegt aber auch daran, weil der Dow einfach insgesamt die letzten Tage, ich meine, hier sieht man es ja im Daily hier einfach nur in der Range da halt gefangen ist und nicht da oben rauskommt, ne? Und eigentlich, deswegen habe ich auch den Long vorhin auch festgehalten, weil eigentlich hätte ich schon auch nicht, wie soll ich sagen, richtig gefunden, ja doch, richtig im Sinne von oder brauchbar, ja, endlich News da, dann gibt es auch eine Chance, da endlich mal dran anzuknüpfen an die ganzen Tage, die wir hier haben, und dann auch die ganze Nummer mal zu verwandeln. Aber es hat wieder nicht passiert, ne? Und entweder kommt es jetzt gleich oder man kann das Ding hier dann schon wieder vergessen und muss dann nachher auf die Kasse warten, bis die dann halt um 15:30 Uhr dann hier unten noch ein kleines neues Low macht, die 768 nochmal abholt und vielleicht dann nach oben zieht. Keine Ahnung, ne? Also das ist halt im Dow gerade die letzten Tage wirklich schwierig. Also nervig, um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Super nervig und ätzend. Ne? Weil irgendwie zum Handeln, man braucht ja irgendwie eine Struktur, ja? Und eine Struktur ist ja halt auch Verlässlichkeit. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel nimmt man sich halt mal das, ich nutze jetzt hier die Zeit, um mal so ein bisschen Theorie davon zu erklären, weil wenn es gleich weitergeht, dann kann ich hier schon noch in der Gegend rumklicken. Aber man sieht ja hier, ne, das lange Ding da, so, die habe ich gehandelt, schön, und ich dachte, gut, läuft oben weiter, ist nicht. So, das ist Stunde, ja. Und da sieht man ja irgendwie, da kommt einfach nur noch Geschrappel. So, und dann gestern, die Kassaeröffnung, ich kann es auch mal eine Nummer größer machen. Die Kassaeröffnung gestern, das war die hier runter, die nächste rauf, runter, rauf, dachte, und noch eine rauf und dachte ich, ah, jetzt kriegt das Ding Struktur. Wir stehen hier in der Aufwärtsbewegung, gehen nach oben, nö. 8 Uhr dann wieder runter, 9 Uhr dann wieder rauf, wieder runter. Und das meine ich halt mit Struktur. Damit kann man ja nicht wirklich was anfangen. Ja, da kann man zwar sagen, ja gut, wir haben hier eine Range, okay, ja, aber viel einfacher zu handeln ist natürlich, wenn der Markt halt eben mal drei, vier Kerzen in der gleichen Farbe übereinander stellt, ja, das kann man ja ganz, ganz anders handeln und das kann man dann auch laufen lassen. Das hat der DAX ja auch zum Beispiel gemacht. Und normalerweise ist es aber genau umgekehrt, dass nämlich der Dow der Kandidat dafür ist, ne? Dass der halt eben, hier sieht man es so, solche Strukturen dann einfach macht. Und dann halt hier auch, das ist zwar dann wiederum Geschibbel, aber eben auch auf hohem Niveau, ja. So, und läuft dann einfach irgendwann weiter. Sowas kann man dann auch weit handeln und da kann man was mit anfangen und das verweigert er irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, wie lange schon, ja. Da gibt es dann mal irgendwie drei, vier, fünf am Stück und dann war es das dann halt wieder. Ne? Und das ist halt einfach seitwärts. Da muss man schon kerngesund dafür sein, um das halt irgendwie gut zu handeln. Und das ist halt eben das Ding. Ja, der Heiko hat es gerade auf den Punkt gebracht, der Heiko Behrendt, der auch hier immer wieder super Webinare bei FX Flat macht. Die News sind zu gut, um zu steigen. Das kann sein, ja. Das ist oft so, weil oft sieht der Markt ja aus, so wie nach dem Motto, ah, jetzt könnte er steigen, jetzt könnte er steigen. Tut er aber nicht, ja. Weil wenn es so aussieht oder wenn jeder denkt, jetzt steigt er, wie soll der steigen? Also wo sollen denn dann die Verkäufer herkommen? Das ist ja genau das Problem. Weil damit ein Markt steigen kann, braucht es Verkäufer. Ganz einfach. Nicht Käufer, ja, die sowieso, klar. Aber irgendjemand muss das Zeug ja auch verkaufen, sonst kann es ja keiner kaufen. Und wenn keiner kaufen kann, kann es halt nicht steigen. Und das ist halt einfach das Problem, ne? Und das kann schon sein. Und dass das halt einfach die Gründe sind. So, und deswegen halt auch,
Alle solche Überlegungen, ja, und das gilt für die ja genauso. Der Markt ist oder die Daten sind zu gut, um zu steigen. Einerseits richtig, für eine Erklärung im Nachhinein auch immer super, aber was fängt man dann halt wirklich damit an, ne? Weil man kann ja nicht in die Köpfe von denen reingucken, die hier den Markt jetzt gerade damit Volumen bestücken. Wir wissen ja nicht, was in deren Kopf vorgeht. Wir wissen es einfach nicht. Und das hat das Problem. Und deswegen bleibt am Ende immer nur eins übrig: gucken, wo ist es günstig zum Kaufen und gucken, wo ist es besser oder beziehungsweise zu teuer, um weiterlaufen zu lassen und dann eben zum Verkaufen. Mehr haben wir im Endeffekt nicht, ne? So. Ja. Was ist Traders of your US short-term interest rate range of futures see higher chance of Fed rate hikes in both margins after strong jobs report. Ja, genau. Also halt, ne, das ist dann die Interpretation, ne? Das ist natürlich Mist. Also, ne, halt einfach gute Zahlen, sollte hochgehen, und was macht der Markt? Genau das halt nicht. Ne? Schwierig. Schwierig, schwierig. Also, wir haben hier ein bisschen, geht nicht wirklich weiter hier. Nach unten nicht, nach oben nicht, hängt hier in der Mitte. Könnte sein, dass dann gleich nochmal ein Push kommt, dass der aber arg weit fällt, wage ich zu bezweifeln. Ich wage es zu bezweifeln und bleibe hier auch erstmal auf der Long-Seite, weil es ergibt für mich keinen Sinn. Also, dass der jetzt da halt irgendwie da nochmal hier unten in diese Lows da von der Fed, vom Zinssatzentscheid da rein soll. Meine Begriffe zu tief. Also hier kurz drunter gefischt von die von gestern. Gestern war ja nichts. Das ist okay, ja. Aber da unten hin brauche ich nicht. So, was macht denn der DAX eigentlich? Klebt auch nur auf der Stelle. Ja, kein neues Low für heute. Passt auch. Aber trotzdem muss halt irgendwann was kommen. Wäre natürlich jetzt echt schade, wenn wir das Ding hier nicht mehr aufgelöst kriegen im Webinar. Das wäre natürlich echt mega schade. So, aber das sieht so ein bisschen aus wie die 768 müssen nochmal her. Das wäre im Übrigen dann auch die Eröffnung, lustigerweise hier genau von dem Zinssatzentscheid zur Fed. Liegt genau da, ne? Kann sein. Also zumindest mal nicht unplausibel, ja. Also vor allen Dingen, dass wir da, das ist eigentlich für mich dann auch mal nochmal ein Grund mehr zu sagen, okay, da müssten wir doch eigentlich dann halt mal irgendwie nochmal Bums kriegen, ja. Weil da sind doch die Käufer reingekommen, beziehungsweise ja, sie sind natürlich eigentlich erst ganz da unten reingekommen. Das ist schon richtig. Also irgendwie 20:30 Uhr hat es da unten mal kurz runtergedrückt und dann plötzlich ging es halt 700 Punkte erst durch die Decke, ja. Ich weiß es nicht, ja. So, ich würde jetzt erstmal hier Folgendes machen, nämlich eben auf die ja, 768. Die liegt ja auch da, die Order, die würde ich mir jetzt hier nochmal einsammeln und dann mal gucken. Da darf auch ein bisschen drunter, aber ich würde dann auch genauso hier das Ding ausstoppen, also nach unten hin, ne, und dann hier auch wieder ausskalieren. So, und da muss man sich überlegen, gibt man das Ding ganz auf? Und setzt dann irgendwie halt zur Kasse nochmal an oder macht man erstmal gar nichts und guckt mal an, wie die ganze Nummer dann wirklich am Ende aufgeht. Ne? So. Auch der DAX jetzt hier zum Beispiel, der drückt zwar da unten irgendwie rum, ja, aber da auch im Daily, klar, da über 500 gab es was auf dem Deckel, aber grundsätzlich ist das Ding halt long. So, und der kann halt hier unten auch ein bisschen rumstänkern. Das macht erstmal nichts, ne? Finde ich jetzt erstmal nicht weiter schlimm. So. Was schau dir die H1 Volumenspitzen 26, da waren doch so oft tauglich aus. Ja, buch, da müsste ich mal genauer mir angucken. Also schreibt hier jetzt nochmal die Volumenspitzen im H1 angucken. Ja, da müsste ich jetzt ein bisschen zu tief graben. Und dann halt da halt wirklich dann halt zu sehen,
ob dieser Ansatz Sinn macht. Ne? Ich meine, es kann natürlich auch sein, ich glaube es zwar immer noch nicht, ja, dass das ganze Ding wirklich umdreht. Ja? Ich glaube es nicht. Ich glaube halt einfach, dass es ein Gepokere, bis keiner mehr Bock hat. Und dann geht das Ding halt hoch. Also, das ist einfach so oft gesehen, weil er nervt ja einfach gerade, der Dow, ja. Und ich bin nicht der Einzige, der da genervt ist, ja. Weil jeder, der hier long ist, denkt doch, boah, das kann doch alles nicht wahr sein, ja. Und irgendwann gibt dann halt der eine oder andere auf und dann gibt es irgendwie einen Stich nach unten, ja, weil dann halt irgendwie plötzlich bisschen zu viel verkauft wird. Und wenn das dann vorbei ist, und dann kann das Ding auch endlich klettern, ne? Schön wäre halt gewesen, wenn das irgendwie am Mittwoch schon gemacht hätte. Dann hätte ich den Long jetzt hier auch noch dabei und würde dann irgendwie 1000 Punkte vorne liegen, aber ist halt nicht. Ich habe den gestern auch zugemacht, weil er mir auf den Keks gegangen ist. So. Das ist halt einfach das Ding. So, wir haben jetzt halt hier irgendwie, ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube nicht, dass es halten wird. Ich glaube es ja immer noch nicht. Vielleicht täusche ich mich, wenn wir jetzt hier nochmal drüber ziehen, dann da oben rausrennen, dann würde ich den auch skalieren, ja. Dann hat das gehalten. Ist ja nicht wichtig, dass ich jetzt hier irgendwie an der Stelle unbedingt recht behalte, sondern ich gucke halt einfach nur, was er macht. Ne? Aber ich meine, das ist einfach klassisch, ja, kein neues Tief. Dafür halt über die Hochs drüber, beziehungsweise über das letzte Hoch drüber. Könnte jetzt halt einfach sein, dass das eine Reaktion beziehungsweise noch ein bisschen höher drückt, oder ich werde halt hier einfach veräppelt und habe dann doch recht gehabt. Dann würde ich den hier einfach wieder rauskalieren. Ne? So, das habe ich ja vorhin gesagt. Das heißt, wenn man nachkauft im Verlust, dann muss man auch bereit sein, eine Position nach unten hin auszuskalieren. Ja? Und nicht einfach blind dagegen halten, weil das wird im Zweifelsfalle zu teuer. Ja? So, ich habe ja hier quasi nicht wirklich ein Indiz, nur gesehen, okay, die letzte Abwärtsbewegung. Hier irgendwie wurde gekauft, nachdem kein neues Tief gemacht wurde. Könnte irgendwie ein kleiner Anfang dafür sein, dass das Ding jetzt halt mal in die andere Richtung dagegen rennt. Ich weiß es nicht, ne? Aber genauso gut kann es halt hier einfach irgendwie stehen bleiben und dann halt eben zum Ende der Stunde, beziehungsweise zum Ende der Stundenkerze, dass dann halt eben nach unten noch ein neues Low kommt. Keine Ahnung. Ja. Das klingt natürlich dann irgendwie, wenn einer sagt, beim Handeln keine Ahnung. Für Anfänger klingt das immer ganz merkwürdig. Aber ich kann nur eins sagen: Je öfters man irgendwie sich selber eingesteht, keine Ahnung zu haben, umso höher ist die Chance, dass man da auch irgendwie Gewinne erzielt. Ja? Weil das Hauptproblem ist eigentlich immer, wenn man sich hinstellt und sagt: Ja, genau so, der muss das jetzt so machen. Das werden dann halt eher die teuersten Tage. Ne? Oder ich glaube, es war so, Heiko, war es nicht du das sogar, der gesagt hat, so, als wir uns noch nicht kannten, hat er irgendwie Webinare von mir gehört oder gesehen. Und ich habe irgendwie oft gesagt, was weiß denn ich, keine Ahnung. Und Heikos Schlussfolgerung, der Heiko, der macht das schon irgendwie seit 20 Jahren oder so, war dann, der Typ muss eigentlich gut sein, weil so oft wie der sagt, er hat keine Ahnung, muss der eigentlich ein guter Händler sein. Oder war das so, Heiko, falls du noch da bist? Ich glaube, das warst wirklich du. Also irgendeiner hat das irgendwie, mir ist das vorher nie so aufgefallen, aber es ist so, ja. Die Tage, an denen man irgendwie mit der wenigsten Erwartung reingeht, sind in der Regel halt einfach die besten Tage. Das ist echt so, ne? Ja, Heiko sagt gerade, das könnte er gewesen sein. Ja, ist natürlich auch kein Garant, ja. Es gibt ja auch Tage. Streite ich ja auch gar nicht ab, ja. Ich lehne mich ja auch schon mal aus dem Fenster und sage, so ist es. Ich habe gar keine alternative Richtung, weil das ist das Einzige. Und dann beiße ich mich, oder das heißt, beiße ich mich fest. Dann lege ich mich ja fest. Man muss sich ja auch irgendwann mal irgendwo irgendwie festlegen. Das ist ja auch klar, ja. Aber halt, das sind aber eher die seltenen Tage. Und das mache ich auch nur, wenn ich dann halt sehe, okay, der Trigger halt einfach nach meinem Handelsansatz, der ist so klar und deutlich. Und dann, warum soll ich da irgendwie eine alternative Richtung auftun, wenn ich ja gar keine sehe, wenn ich ja gar keine Ahnung habe, ja? Und auch klar, aber selbst dann muss man wirklich aufpassen, weil das ist dann einfach risky. Man muss dann aufpassen, dass man sich nicht zu sehr drauf einschießt und dann halt irgendwie alle Kriterien über Bord wirft. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, der Markt geht long
Auch wenn er bis dahin runtergeht, ist okay. So, wenn er aber 100 Punkte weiterläuft, dann muss man sich wirklich hinstellen und fragen, bist du wirklich sicher, dass das so noch funktioniert? Das war auch am Dienstag so. Da habe ich den DAU, den wollte ich ja dann auch nur. Ne, hier sind wir im H1. Da habe ich im Blog noch geschrieben, so bis maximal 7, 6, 8, drunter eher nicht. Und da geht das Mistding aber irgendwie 100 Punkte drunter. Und da muss man schon irgendwie nochmal genau gucken, passt das noch? Passt das echt noch? Ja, so, was wird das denn? Ne? Und weil nämlich, wenn man dann halt sich auf der anderen Seite zu sehr festlegt, auch in seinen Kriterien, aber wie wir alle wissen, ne, ist nicht einfach. So, auch nicht einfach ist hier der DAU, wie ich gerade sehe, der kommt ja kein Stück vorwärts hier, kommt irgendwie keine große Gegenreaktion. Noch nicht mal irgendwie hier 20 Punkte aufwärts. Das könnte jetzt leider wirklich dazu führen, dass dieser Scale hier minus aufgelöst werden muss. Ich weiß es nicht. Ne? So, weil eigentlich wollte ich ja nur mal irgendwie hier oben hin, nochmal an die letzten Hochs und dann könnte man den ja halt irgendwie absichern oder dann sogar schon auskalieren und dann halt das Ding mal irgendwie in Ruhe lassen oder dann halt eben ein paar Punkte mitnehmen und gut ist. Ne? Aber das Gedruckse, ne, das war ja gestern auch schon so. Ich habe gestern auch gedacht, ich werde irre, ja. Irgendwie kommt einfach nichts, sondern irgendwie dümpelt da nur unten irgendwo völlig nervig in der Gegend rum. Und das macht er irgendwie gerade schon wieder, ne. Es kommen einfach keine Käufer. Und keine Ahnung wieso, ne. Ich weiß es nicht. Also, was heißt, ich weiß es nicht, ja, weil halt irgendwie es findet keiner irgendwie geil genug hier zu kaufen, um es mal ganz lapidar auszudrücken. Und irgendwas fehlt da halt noch. Ne? Und da rauszufinden, was das ist, that's the question. Das ist die Millionenfrage dann. Ne? So, aber hier, ne? Es kommt nichts. Es kommt einfach nichts. So, und wenn die Stunde jetzt halt rot endet und irgendwie halt nach unten drückt, dann gibt es auch noch höchstwahrscheinlich nochmal einen Nachimpuls. Und dann können wir uns irgendwie nochmal irgendwie 2, 3 Stunden damit auseinandersetzen, um dann herauszufinden, wo es denn dann endlich irgendwann mal dreht. Jesus. So, aber so habe ich da arge Zweifel dran. Dass der jetzt irgendwie bis um 15 Uhr noch in irgendeiner Form hier sauber reagiert. Ne? So, wer Short war, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Dem sei es gegönnt. Ich würde es mir aber auch gönnen, dass wir hier einen satten Rücklauf kriegen. Gucken, irgendwie noch 1,5 Minuten. Also ich bin natürlich ja halt auch immer, das richtet sich dann eher jetzt auch an die, die zum ersten Mal vielleicht dabei sind, immer sehr, ich habe immer die Zeit sehr genau im Auge, weil ich halt einfach weiß, und das sieht man ja halt auch, das kann ja jeder beobachten, dass man halt eben immer zur vollen Periode, welche auch immer das ist, immer halt den größten Impuls halt kriegt. Ne? Und das wäre dann halt jetzt hier die volle Stunde. Und da erwarte ich halt schon, dass wir da halt nochmal eine größere Bewegung kriegen. Und wenn sie halt eben nicht in meiner Richtung ist, dann eher eine größere Bewegung nach unten. So, wir schließen aber hier in der Stunde. Ich habe zwar hier eine Linie, ja, die hat auch gestern mir soweit gute Dienste geleistet, ist aber jetzt kein Trigger, ne? Also, wo ich dann sage, schließt unter 846, geht runter, schließt über 846, geht hoch. Nee, das eher nicht, ne? Also ich sehe halt nur, die Stunde schließt hier nicht unter den Lows. So, das ist das, was man hier jetzt einfach sieht. So. Und das heißt, das Thema ist wahrscheinlich noch nicht gegessen und hat jetzt auch nicht unbedingt zwingend einen Impuls zur Folge, der dann jetzt irgendwie nach unten gehen muss. Kann sein, muss nicht sein. Ne? So. Wenn es ein bisschen nett läuft und dann kriegen wir jetzt hier die letzte Bewegung nochmal fortgesetzt. Und ich bin ja hier im 2-Minuten-Chart. Der ist nicht ganz so wild wie der 1er und nicht ganz so langsam wie der 5er. Und wenn
Weil für den Einser finde ich den Markt zu lame jetzt hier gerade. Also wenn man wirklich News hat, die irgendwie zappeln, dann würde ich auf den Einser gehen, aber so finde ich den Zweier dann halt so ein bisschen gemütlicher. Beziehungsweise halt auch so ein bisschen strukturierter dann halt auch als jetzt den 1-Minuten-Chart. So, ne, gibt hier noch so, das meinte ich halt, ne? Wenn es halt irgendwie nach unten drückt, so, dann gibt es halt oft nochmal einen Nachimpuls. Das heißt aber jetzt nicht, dass der hier unten durchgeht. Ja. Das ist nur so eine typische Folgereaktion, von der man sich jetzt auch nicht unbedingt beeindrucken lassen muss. Ne? Deswegen lasse ich den Stop, den Teilstop hier mal an der Stelle erstmal liegen. Kann genauso gut sein, dass die nächste jetzt nach oben zieht. Also jetzt die nächste 5 Minuten, 15 Minuten Kerze. So, aber das ist wirklich ein zähes NFP-Webinar. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich ja hier rausgegangen mit meinen irgendwie, wie waren das, wie viele Punkte? Weiß ich schon gar nicht mehr. Irgendwie 50 Punkte oder so, die hätte man ja mitnehmen können. Aber ich dachte halt eigentlich so, da passiert noch so ein bisschen mehr, ja. Also Richtung ist ja erstmal fast egal, weil solange man Mole hat, kommt man damit ja auch klar. Aber das hier ist ja halt so ein bisschen, erinnert mich ja fast an unsere Dienstagmorgen DAX Eröffnungswebinare, wo wir neuerdings mit irgendwie mit 10 Punkten Range zu kämpfen haben über eine Stunde. Das ist ja nicht mal mehr so wirklich weit davon entfernt gerade. Apropos, Dienstag haben wir ja Ja. tatsächlich einen Termin. Wollen wir da schon den Nachmittagstermin mal machen oder willst du das nochmal angucken? Ja, also wann werden das? Nächster Kannst Dienstag oder wie, ne? nächster Da muss Dienstag, ja. Dann Kannst müsste ich du ja tatsächlich bis Montag sagen. ja, dann müsste ich tatsächlich in den Kalender gucken. Ne? Also generell, also du weißt, wie es ist. Guck dir die letzten Tage im DAX an. Ja? Irgendwie gestern Morgen, 9 Uhr long, 200 Punkte. So, also egal ob jetzt long oder short, ja, aber da ist er ja volatil. Also eigentlich habe ich ja gesagt, ich gebe dem Ding nur eine Chance, unserem Dienstagswebinar. Dem Ding nur eine Chance, wenn es aber nochmal so ist und dann sollten wir es ändern. Also von daher würde ich jetzt auch dann sagen, komm, lass mal den Dienstag, wie er ist. Wenn es aber dann wieder so ist und dann sollten wir es tatsächlich ändern. Aber wenn der so weitermacht wie die ganze Zeit, der DAX, dann ist das auch okay. Also, Okay, das so heißt wie die machen wir ganze es. Zeit, ne? Wie die letzten Tage. So, weiß ich aber nicht. Leider. Du ja auch nicht. Auf dich ist ja auch kein Verlassen, Elsen. Könntest ja auch mal irgendwie sagen, komm, FX Lat macht da jetzt, nimmt man 1000 Kontrakte in die FX Hand macht gar nichts. und schiebt mal den Future Wissen durch die Gegend. Eieiei. Oh nee, das haben wir doch alles so besprochen, oder nicht? Ah nee, die BaFin wollte das irgendwie nicht. Ne? So, das, ja. Irgendwas war da, ich erinnere mich dunkel. Sehr gut, dass du dich Bitte daran erinnerst. was? Na gut, dass du dich daran erinnerst. Ja. Ja, ach so. Ja, was machen wir denn jetzt hier, ne? Alter, das ist doch. Also wir warten mal noch ein bisschen, ne? Wir haben noch ein bisschen Geduld. Glaube ich, kann man hier schon noch irgendwie walten lassen. Und wenn der aber jetzt halt irgendwie dann einen Move nach oben macht, dann gucke ich, wo ich den halt dann auflöse. Und weil ansonsten auch für die Kasse, das habe ich ja auch immer so ein bisschen immer so gemacht, dass ich für die Kasse ja meist auch noch irgendwie eine Einschätzung gegeben habe, aber auch dazu müsste ich hier so ein bisschen mehr sehen können. Aber generell 768, also der darf da nochmal ein neues Low machen. Das ist gar keine Frage, ja. Außer wir knallen jetzt tatsächlich, warum auch immer, wenn jetzt irgendeiner hier, keine Ahnung, Geld in der Schublade gefunden hat bei irgendeiner Bank und sagt, ey, so komm, wird nicht mehr besser. So, und wir knallen dann da oben durch. Dann sollte die Kasse nicht mehr unbedingt runter, ja. Aber generell kann die halt tatsächlich hier unten nochmal reinstochern, ja, in die 768, 748, maximal bis 670 vorbei. Ich fände es eigentlich zu tief, ne? Ich fände es wirklich viel zu tief. Aber man weiß ja nie, ne? Weil irgendwas hält den Markt hier auf. Dass der hier gekauft wird. Obwohl wir jetzt schon wieder an den Lows von gestern stehen, schon wieder hier in dem Bereich.
Und auch obwohl irgendwie, gut, das hat zwar jetzt mit dem Ami-Markt recht wenig zu tun, aber der DAX, der will nicht runter. Der will am liebsten hier rauf und dann oben durchs Dach. Das wird der DAX total super finden. So, und der liegt ja auch, das habe ich ja letztens auch noch gezeigt, ach, das hätte ich vorbereiten können, die Korrelation DAX-DAU, die ja so extrem auseinandergelaufen ist, wie irgendwie schon lange nicht oder vielleicht sogar wie noch nie. Und da habe ich ja auch irgendwie einen Trade dazu präsentiert, der auch prompt ins Plus gelaufen ist und auch recht schnell ein paar hundert Punkte vorne lag. Kurze Rede, langer Sinn. Normalerweise steigt der DAU stärker als der DAX. Und seit Dezember aber ist es genau umgekehrt gelaufen. Der DAX ist irgendwie nur gestiegen und der DAU ist nicht in die Pötte gekommen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die Korrelation, also ne, quasi der Gleichlauf, dass die ja beide immer so ein bisschen die gleiche Grundrichtung halt haben. Das war halt eben lange nicht der Fall. Und deswegen hat es dazu geführt, dass die Korrelation da halt wirklich tatsächlich auseinandergedriftet ist. Und da habe ich ja gesagt, hier so DAX Short, DAU Long. Und das ist halt direkt dann auch tatsächlich aufgegangen, von dem Tag an, wo ich es gepostet habe. Aber es war halt so augenfällig, ja. Und dass das halt eigentlich schon relativ klar war, dass man das machen muss. Jetzt haben wir eigentlich auch schon wieder so ein ähnliches Phänomen. Das kommt ja hier schon wieder zu. Ich habe es jetzt nicht genau angeguckt, ja. Aber ich würde behaupten, die Korrelation ist schon wieder auseinandergelaufen, weil der DAX im Vergleich zum DAU viel zu krass gestiegen ist. Das kann natürlich auf der anderen Seite auch bedeuten, dass der DAX jetzt endlich fallen muss, ja. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, aber rein vom Bild her, ich sehe es halt einfach nicht, warum der fallen sollte. So, es gibt irgendwie keinen Sinn, ja. So, apropos, da könnte ich ja auch mal irgendwie gerade mal drauf gucken. Also, mal kurz den DAX hier. Man sieht ja halt, also, das ist der Daily. Wir haben hier oben eine ewig lange Range gehabt. Ja, fast 2 Wochen ist das Ding gelaufen. Dann ist er daraus ausgebrochen, endlich mal. Und klar, und dann gestern, das war nur eine Folgereaktion von der ganzen Geschichte. Und deswegen war für mich gestern Short auch ziemlich unverständlich. Warum, ne? Weil endlich ist er da raus. Da halte ich schon nicht dagegen, sondern da gehe ich halt mit. So, und ist der DAX halt eben dann darauf gelaufen und fein. Insgesamt sieht man aber hier, das ist ein relativ schwaches Gebilde. Also wir haben zwar hier viel Volumen, ja, in dem Bereich vom Januar 22, wo der da gerade reinläuft, das schon. Aber ja, auch jetzt nicht irgendwie große Spitzen oder sonst irgendwas. Und das eigentliche Hoch, um den Trend zu knacken, das ist hier noch überhaupt nicht. Sondern das wäre dann tatsächlich hier oben das ATH. Ne? Das heißt, da ist eigentlich noch Platz oder zumindest mal halt hier, wo dann halt eben so die Biegungen dann halt losgehen, wo man hier sieht, da ist eine Abwärtsbewegung, da geht es rauf, da ist ein Peak High und da geht es dann halt runter. Also, dass man zumindest mal da noch deutlich reinsticht. Das sollte eigentlich schon noch drin sein. Ob der dann aber halt hier oben über die 15.800 bis zum ATH läuft, das steht auf dem anderen Blatt, ja. Aber generell will der DAX oder wollen die DAX-Händler eigentlich ja da durch. Und deswegen sollte man auch nicht zu früh shorten und zu früh da halt auf eine Umkehr setzen. Guckt man sich das mal im Weekly an, wird es eigentlich noch deutlicher. Ne? Das sieht man ja halt auch hier über die Vorwochen steigt das Ding gerade drüber. Und ja, hier gibt es so ein paar Spitzen dann eben auch im Weekly, wo es eins auf den Deckel ging. Aber hier sieht man dann auch deutlich, was der eigentlich gerade macht. Ne? Das heißt, der ist ja hier irgendwo da abgeprallt auf diesen Unterstützungen, ja, wo es halt hier richtig runterging. Da sieht man es ja am allerdeutlichsten, da ging es ja halt richtig los. Da ist der abgeprallt und schiebt sich gerade darüber. Ja. Und deswegen bin ich da auch an dem Long, halte ich da auch erstmal dran fest. Ich denke so, okay, ich glaube nicht, dass die jetzt hier oben einfach so direkt die Flügel strecken und sagen, na gut, das war's. Wir fallen jetzt wieder runter, ne? Weil er eigentlich auch hier mit diesem Anlauf von unten, der kommt ja gerade erst mit Bums da oben rein. Und ich würde den erstmal fertig machen lassen, bevor ich dann da halt irgendwie zu früh dagegen halte. Aber hier ist immer nichts passiert. Okay. So, und das mal zur Erklärung halt, warum DAX Long und warum nicht so früh jetzt irgendwie hier oben schon wieder shorten. Lass das Ding doch mal machen. Und man sieht schon deutlich genug, wenn der runter will. Man muss ja nicht unbedingt gegen so einen Impuls, der ja hier gerade läuft, muss man nicht unbedingt dagegen halten. Das ist einfach zu oft zu teuer. Also, man kann jeder machen, was er will, aber halt
Das ist so ein Ding, also wo ich dann eher sage, hey, da gehe ich doch long rein, weil wenn der, also jetzt natürlich hier nicht mehr, ja, aber wenn der doch jetzt wirklich hier oben drüber sticht, ja, als Beispiel, über diesen Punkt, über diese 730 sogar, dann wird der Markt, dann weiß man doch schon, was der als nächstes macht, weil wenn der da oben drüber läuft, ja, dann wird der auf Biegen und Brechen versuchen, das da oben zu halten. Und das sind dann genau diese kleinen Ranges auf hohem Niveau, die dann entstehen. So hat man dann hier unten irgendwo Long, ja, kann man die Füße hochlegen und abwarten, bis sich die da oben alle die Köpfe eingeschlagen haben. Aber es ist dann eine Position, mit der man einfach keinen Stress mehr hat. Und deswegen hatte ich auch geschrieben, wir haben hier vielleicht die Chance, das war ja hier genau in diesem Peak an der Stelle, habe ich gesagt, wir haben hier vielleicht die Chance, einen Long Entry zu kriegen, der halt einfach auch ein paar Wochen laufen kann. Ne? Ich weiß es nicht, ob er da oben hingeht, aber ich sage nur, er ist ja gerade auf dem Weg dahin. So. Und die Chance ist ja da, dass er es macht. Und wenn er es macht, dann hat er da unten nichts mehr zu suchen. Und zwar ziemlich lange nicht. Ne? Und deswegen will ich den auch ungern anrühren. Also zumindest in die andere Richtung. So, das halt zum DAX und eben auch warum. Ne? Damit man es so ein bisschen versteht. Aber jeder kennt es ja, der Markt steigt als Beispiel und klebt dann irgendwie unter der Decke fest. Ne? Und das sind genau solche Sachen, kann man sich ja jeden Timeframe angucken. Sobald halt irgendwie ein Hoch genommen ist, wird versucht, dieses Hoch zu verteidigen und dann entstehen die kleinen Ranges. Und das würden wir hier bei der 739, 740, wenn er das machen würde, würde das nicht anders aussehen. Jede Wette. Okay, so, und er hat ja auch vor allen Dingen hier, man sieht ja, was der für lange Wochenkerzen kann, ne? Das Ding da, die letzten 2 Wochen waren ja nur Pause. So, und hier muss ja eigentlich nur eine kommen, die genauso aussieht und genauso lang ist wie die davor. Ist das Thema durch, ne? Mit Short. So, der DAU für meine Begriffe ist so ein bisschen schwieriger. Da kann man aber auch mal auf den Weekly gucken und sieht dann halt hier zum Beispiel auch ohne Linien, ohne alles, oder beziehungsweise nur hier ganz überschaubar, da oben ist der Peak, hier unten der Peak. Klemmt hier so dazwischen, aber generell, ja, hier auch einen steigenden SMA 20 im Nacken, hier unten einen Peak gemacht. Das da ist schon ein bisschen her, aber generell rauf, ja, und hier wieder die Lows verteidigt, die letzte Woche wieder, zeigt wieder nach oben. Und warum soll er nicht nochmal eine dran setzen, auch nach oben zeigen, ja. Aber dass der da jetzt halt irgendwie komplett runterklatscht, für meine Begriffe rein vom Gebilde her nicht, auch mit dem Schwung, wo wir da oben von da unten kommen. Hier sieht man ja auch, ne? Man hat ja zum Beispiel halt hier rein mal so nach Trend. Ich rede heute ganz schön viel, ne? Aber der Markt bewegt sich. Was soll ich denn machen? Ich bin ja auch am Handeln. Hier nur mal kurz als Trendgebilde, damit man das halt eben auch mal noch mal sieht. So eine fette Linie hier. So, das heißt, hier ein tieferes Tief. So, aber auch ein höheres Hoch. Und das heißt doch ganz klar, wir haben hier einen Trend gebrochen im Weekly. Ja, und deswegen ist der Weekly auch long und nicht short. Ja, ich hoffe, man versteht, wie ich das meine. Ja, bis hier unten, ich hätte eigentlich die hier rot machen müssen und rechts den grün. Bis hier unten war das Ding short, einfach Abwärtstrend. Neue Tiefs, abfallende Hoch. So, und dann gehen wir hier über das Hoch doch drüber. Das heißt, der Trend ist doch kaputt. Und infolgedessen, da hier schon ordentlich verteidigt wurde, kann der doch eigentlich ganz stressfrei nochmal versuchen, über dieses Hoch drüber zu kommen. So, über mehr reden wir ja gar nicht. Ne? Einfach nur hier über das letzte Hoch, 800 irgendwas, knapp 35.000. Und was dann da oben passiert, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist für meine Begriffe einfach gerade der Weg, den der Markt hier macht. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen sage ich da halt auch, eigentlich, warum runter? So, ich sehe es halt nicht. Ne? Auch hier deswegen, Aufwärtswoche, hier gab es mal eine Gegenbewegung, ist aber nur ein Innenstab von der, ja, nichts passiert, neues Low, aber in der Vorwoche geschlossen, dann hier nochmal höher in dieser Woche geschlossen und jetzt sind wir wieder in dieser Woche und der braucht eigentlich nur da oben rauszulaufen. Den Daily mal ganz außen vor gelassen. Einfach nur mal wirklich vom Weekly wesentlich gröber. So, das ist so meine Sicht der Dinge. So. Und ich warte eigentlich halt nur noch auf die Händler, die das dann halt genauso sehen.
und dann halt so machen. Aber halt so von der Herangehensweise oder beziehungsweise von der Betrachtungsweise, warum irgendwie long? Ja, darum, ne? Weil der Weekly halt long ist tatsächlich auch. Und heute ist Freitag, wäre auch der perfekte Tag, um das endlich dann mal zu machen und die Woche nach oben aufzulösen. Und auch von dem Gesichtspunkt her sind wir jetzt erstmal unten. Ob jetzt unten tatsächlich das Unten des Tages ist, das steht auf dem anderen Blatt. Aber wenn ich davon ausgehe, und momentan kann ich von nichts anderem ausgehen, dass der Markt halt oder die Woche eigentlich zumindest versuchen sollte, Long aufzulösen, ja, dann gucke ich, wo unten ist. Hier ist jetzt unten, geht er Long. So. Dass er jetzt aber halt hier zu den News da irgendwie nichts mit anfangen konnte, das nenne ich mal so ein bisschen Pech, ja. Trade war irgendwie 50 Punkte vorne, also die erste Position, kommt irgendwie nichts hinterher. Da kann ich ja leider auch nichts für, ne? Aber trotzdem finde ich halt irgendwie so das bisherige, auch das Gesagte, glaube ich, irgendwie nicht so wahnsinnig, wahnsinnig falsch, ne? Man sieht ja auch hier, es passiert ja auch irgendwie jetzt nicht, irgendwie, da geht ja nicht irgendwie hier mega in Verlust oder irgendwas, der Trade. Also das ist nicht falsch, ja, behaupte ich mal, was ich da sage. Ob danach natürlich das Ganze am Ende so aufgeht, ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr, sehr, sehr groß. Trotzdem ist es nicht hundertprozentig, das ist halt auch klar. Ne? So, aber die Chance ist für meine Begriffe ganz klar da. So, mit ein bisschen Glück, das muss ich leider so sagen, kriegen wir jetzt noch einen kleinen Impuls nach oben, dann werde ich das Ding hier auflösen mit einem kleinen Plus und den Rest muss man sich dann nachher angucken. Ne? Wie gesagt, die Kasse könnte nochmal irgendwie einen kleinen Rutscher nach unten fabrizieren, solange der halt hier immer noch in der ersten 15 Minuten Abwärtsbewegung hier von den NFPs drin ist. Ist alles legitim. Ich würde aber dann, glaube ich, dann nachher noch mal versuchen, unten nochmal dann irgendwo long einzutüten. Ja, und dann halt vielleicht einfach einen großen Stop setzen und irgendwas anderes mit dem Tag anfangen. Ne? Also hier, das meinte ich, solange diese Abwärtsbewegung von den NFPs, solange wir darin rumschieben, kann der natürlich auch irgendwie noch unten nochmal ein Low dran setzen, ne? Weil irgendwie hat er hier noch nicht so wahnsinnig viel Lust. So, da mal drüber zu schieben. Also sieht auch hier, ne, in der Struktur, in der M15 Struktur ja auch, ne, drückt da irgendwie so rum, aber auch nicht wirklich so, dass man sich so wahnsinnig viel Sorgen machen muss. So, also, dann würde ich sagen, machen wir das demnächst, machen wir jetzt hier mal langsam zu. Ein paar sind ja auch schon gegangen, aber super viele waren da, war wieder extrem gut besucht. Mich freut es natürlich. Auch wenn jetzt hier die erste Richtung, wenn ich die jetzt mal nicht erwischt habe. Aber was soll's, ne? So, weil der die 112 Punkte im DAX von heute Morgen plus irgendwie vorhin nochmal die 26 plus irgendwas im Dow. Ich kann es jetzt hier nur nicht leider ganz reproduzieren, weil ich den ein bisschen anders skaliert habe, aber einmal mit 56 aufgelöst. Der Stop lag 20 Punkte. Also 56 plus 20 durch 2. 76 zu 2 sind 38 Punkte. Ne? Also insgesamt ja dann heute doch schon irgendwie 150 Punkte. In der Facebook-Gruppe dann halt. Ne? Leider jetzt nicht hier im Webinar, aber ich sehe es natürlich als zusammenhängend, weil ich ja dort auch immer versuche, also der Fehltrade muss noch weg, genau. Was? Fehltrade? Oh no. Nö, man muss es ja schon zusammen sehen. Ne? Und ich glaube nicht, dass das ein Fehltrade ist. Ja, der ist ja erstmal, ich fange ja an, das Ding zu skalieren. Ich kriege ihn halt nur nicht auf. Ne, Andreas. Also, ich habe auch gar kein Problem damit. Ich habe so viele Webinare gemacht, wo ich dann auch sagen musste, hey, das war irgendwie nichts. Damit sollte man auch gar kein Problem haben. Ich sehe es hier aber noch nicht, ja. So, das ist für mich das hier einfach nur rumgedrücke irgendwo unten und ob das Ding jetzt aufgeht, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass mein Ansatz nach wie vor der richtige ist, dass ich es aber jetzt hier im Webinar nicht auflösen kann. Das ist halt ja dem Faktor Zeit geschuldet, ne? So, von daher, wie gesagt, wenn es ein Fehltrade ist, ist es ein Fehltrade. Das werden wir am Ende des Tages dann sehen. Ich glaube da noch nicht dran, ne? So, und insgesamt, und das wollte ich ja auch nochmal sagen, mit den Trades, ja dann eben halt in der Facebook-Gruppe, die ja auch als Vorbereitung für die NFPs da waren,
sind hier irgendwie gerade 125 Punkte plus insgesamt für heute schon drin, ne? So, das muss man dann natürlich dann auch in der Gesamtheit sehen. Gut, also Kasseröffnung mache ich nicht mit, also nicht hier im Webinar zumindest. Ich lasse das Ding nachher auf. Der Wert hat hier unten auf jeden Fall die Scales machen, so wie ich sie beschrieben habe. Und dann halt mal sehen, ob die Nummer aufgeht. Aber dass der hier irgendwie komplett oder dass man den nicht rauskriegt, glaube ich nicht, weil man sieht ja auch hier, er macht keine neuen Lows. Ja, wir haben halt hier irgendwie, die Verkäufer haben auch keine Lust mehr hier. Die Käufer sind zwar auch noch nicht motiviert, ja, aber so, es geht noch nicht vorwärts. Und das ist so eine, dieses kleine Ding hier, ja, auch wenn wir da einen Spike kriegen, das ist das Erste, was der Markt versuchen wird, nach oben aufzustechen, um dann dieses Low hier rauszunehmen, dieses High da rauszunehmen. Das wäre eigentlich nur typisch, ne, weil hier einfach ja nichts mehr passiert. Das ist Mittelfeld, ja. Und da, von mir aus soll er nach unten noch eine dran setzen. Gut, alright. So, ich hoffe, man konnte mit meinen Erklärungen was anfangen. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hätte ihn gerne im Webinar aufgelöst, aber wir stehen halt leider still hier. Da kann ich relativ wenig machen. Aber was schwanken, ja, 15:30 Uhr, die kriegen ja irgendwie auch nichts mehr auf die Kette. Ne? Gestern haben sie runtergedrückt. Dann irgendwie, was lachst du? Nein, über deine Aussage. Ja, war gestern so, ne? Die haben halt gestern irgendwie einmal runtergedrückt und dann nur noch irgendwie einen Zebrastreifen gemacht. Vielleicht drücken sie heute hoch und machen Zebrastreifen. Also das ist irgendwie extrem undurchsichtig gerade, was die derzeit fabrizieren. Von daher wird man dann halt sehen müssen. Ich werde es am Montag auf jeden Fall, spätestens am Montag im Blog ja dann auch kommentieren. Und sollte sich nachher noch was ergeben, kann ich es ja auch in der Facebook-Gruppe dann auch nochmal irgendwie updaten. Aber das Ding hier bleibt jetzt erstmal drin. Und mein Maximum wäre, ich bin halt hier jetzt gerade mit drei Kontrakten drin. Ne? Also so 7 mache ich ganz gerne im DAO, die lasse ich auch gerne mal drin. Aber der war auch heute schon bei 13. Ne? Also so ist von 7 bis 10 ist hier alles fein. Das heißt, ich bin halt hier auch jetzt erstmal nur mit einem Drittel drin. Ne? Von daher, ich bin halt da schon, solange man irgendwie den Markt im Blick hat, ein Freund davon zu skalieren. Weil man halt einfach logischerweise sich seine Chancen drastisch erhöht. Das ist halt so. Es gibt auch welche, habe ich letztens auch nochmal gelesen, dass halt irgendwie Nachkauf und Verlust das Schlimmste ist. Das ist völliger Quatsch, ja. Also, wenn man blind nachkauft, ja, und dann irgendwie anfängt zu beten, dann ist es natürlich das Schlimmste, ja. Wenn ich aber doch wie hier eine Grenze habe, wo zum Beispiel da sage ich noch kurz was dazu. Zu dem Verlust nachkaufen. Bei 846, ja, also hier sieht man Lows. Das heißt, das ist für mich ein Long Entry. Ich weiß aber doch nicht, geht der Markt jetzt hier bis zu dem nächsten, bis zum Cluster oder bis darunter, sogar halt irgendwie bis zum nächsten Punkt. Woher soll ich das denn wissen? Und was macht der Markt normalerweise? Er geht bis dahin, dann irgendwo dazwischen und zieht dann hoch. Er geht ja fast nie exakt an Level und läuft dann zurück. So, und wie handle ich denn dann das dazwischen? Also, das ist ja dann komplett unmöglich, weil dann müsste ja normalerweise dann sagen, gut, ich setze hier, gehe da rein, setze dann halt einen Stop von irgendwie 20 Punkte, weil ich 20 Punkte super finde. Ja, dann läuft der Markt in meinen Stop, läuft zurück und das war's dann. Bin ich raus. Ja, oder wo setze ich den hin? Oder soll ich den hier unter den nächsten setzen? Aber dann da 20 Punkte drunter oder wie mache ich das dann? So, und das heißt, ich würde bei so einem Gebilde hier immer hingehen und sagen, okay, ich habe hier die erste Chance, ich habe hier die zweite Chance und hier die letzte Chance. Und so das Ding dann halt strukturieren und dann irgendwie nicht hier und 20 Punkte und wenn es dann nicht aufgegangen ist, dann gehe ich mich schämen. Nee, ich würde dann halt hier reingehen, versuche den natürlich dann noch im Rücklauf, wie ich es ja gerade gemacht habe, wenn er nach oben läuft, dann auch relativ schnell auszubauen. Macht er das nicht, nehme ich die zweite wieder raus, mache die zweite und dritte dann hier rein und geh dann genauso vor. Wenn er da auch nicht will, muss die hier wieder raus und dann mache ich sie hier rein. So, und da müsste der Markt ja wirklich schon am Stück hier unten durchfallen, damit ich das Ding nicht rauskriege im Plus. Ja, und das meine ich, wenn man das diszipliniert macht, ist das eigentlich das Beste, was man machen kann. Ne? Aber wie gesagt, hier long, da zweimal, dreimal, viermal alles drin lassen und dann irgendwie beten und dann hier unten immer noch nicht rausgehen,
dann, das ist natürlich nicht das, wovon ich rede, ne? Sondern halt einfach gucken, wie reagiert er. Und sobald ich im Plus bin, gehe ich vielleicht doch raus, habe ich noch irgendwie ein gutes Gefühl dafür. Und das gibt einem ja auch Zeit, ne? Ist ja nicht irgendwie mit einem Scalping zu vergleichen, so Highspeed-Scalping, wie der Heiko das macht. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Mache ich auch, aber das hat ja mit so einem Trade hier nichts zu tun. Ich will ja einen Trade finden, der auch eben ein paar hundert Punkte weit kommen kann. Und da finde ich, sollte man das so machen, weil dass man ein paar hundert Punkte kommt mit einem Stop von 10, 20 Punkten, die Chance, die liegt dann irgendwo bei, weiß ich nicht, 1 zu 100 oder noch weniger. Ne? Das wird so gut wie nie gelingen. Und deswegen muss man da halt ein bisschen mehr Toleranz, beziehungsweise ja doch, ein bisschen mehr Toleranz dann halt einfach mitbringen. Gut, das war das Wort zum Montag, beziehungsweise zum Freitag. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wer möchte, sage ich gerne bis zum Dienstag um 8:45 Uhr auch wieder hier bei FX Flat zur DAX-Eröffnung. Freue ich mich natürlich. Euch allen ein schönes Wochenende. Dem Nelson natürlich auch, aber diesmal hat der Nelson das letzte Wort. Und auch dir, lieber Nelson, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, wünsche ich dir auch Du und hast das vielen Wort. Dank für das. Danke. Vielen Dank für das Webinar. Ist schon alles gesagt, du hast alles gesagt, die Teilnehmer haben alles im Chat gesagt. Also super Webinar heute. Auch wenn du mit dem Ergebnis natürlich vielleicht am Ende zumindest bis jetzt nicht zufrieden bist. Aber der Tag ist ja noch ein bisschen und Wall Street eröffnet in ein paar Minuten. Deswegen an alle, die jetzt weiterhandeln, viel Erfolg. Passen ja auf ihre Positionen auf. Ein schönes Wochenende. Danke für die Teilnahme und ja, ich würde mich ebenfalls freuen, wenn Sie Dienstag wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.